Jetzt kommt es. Wenn ihr denkt, dass das Niveau niedrig ist, ne? Johnny erzählt über seine Real-Life-Story. Er erzählt über seine Real-Life-Story. Okay? Gucken wir uns an, was Johnny wieder angestellt hat. Nee. Wirklich? Nein, 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 nein. Oh, Freunde der Pflegeunterhaltung. Oh, ich bin so... diese Spannungsmap. Oh. Ob man ihn kennen muss. Also Johnny ist jemand, der dir 18 Mal im Jahr sagt, er zieht jetzt mit YouTube voll durch und macht jeden Tag ein Video. Das sieht dann ungefähr so aus. Nee, Revi. Er hat sich Johnny Sins genannt und hat den Namen dann geändert, weil er Angst hatte wegen dem richtigen Pornodarsteller. Aber er ist ein Content-Creator-Kollege, den ich sehr, sehr gerne habe. Scheiße, wieso bin ich Spannungsmap? Oh nein! Och, Digga, nein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Johnny. Ich darf euch wieder mal begrüßen. Verdammte Scheiße, wieso bin ich so eine faule Sau? Lasst uns nicht drüber reden. Ich bin wirklich so faul. Ihr müsst euch vorstellen, wie faul ich bin. Ich bin so faul, dass ich von den letzten Placements, die ich auf John Rage gemacht habe, noch nicht die Rechnungen geschrieben habe, wo ich Geld kriege. Ich kriege dafür Geld, schön lecker Geld auf mein Konto überwiesen, aber ich krieg das Geld nicht überwiesen, weil ich so faul bin, dass ich nicht mal die scheiß Rechnung fürs Geld schreibe, obwohl alle Arbeit schon erledigt ist. Also ich weiß auch nicht, was los ist. 18 Tage nicht auf Johnny hochgeladen, 10 Tage auf John Rage. Ja, hasst nicht, schlag nicht. Ich check's auch nicht. Er wohnt alleine mittlerweile. Er muss Rechnungen bezahlen. Er will sich... Ja, er schreit manchmal ein bisschen. Das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Ich weiß schon, dass es einige nervt. Aber ich check ihn halt nicht. Er verdient jetzt mit YouTube und Placements und so jetzt eigentlich nicht so viel, dass er halt gar nichts tun muss, ne? Und er kommt irgendwie so alle 10 Tage im Video, was immer witzig ist. Ich check den Mann einfach nicht. Aber nicht mal die Faulheit ist das Thema hier, sondern das, was er gleich anspricht. Mir doch. Ist hier unten Gegner, aber ich dachte wegen diesem C rot. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich mache jetzt hier ein Video. Ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen über die letzten Tage. Ich habe super viel draußen gemacht. Real Life aktuell, Sommer. Herrentag war. Wir waren Herrentag saufen, gottlos saufen. War super lustig. Was generell noch passiert ist, um Gottes Willen. Ich habe wirklich wieder auch ein, zwei dumme Sachen gemacht. Tinder Grind ist immer noch... Ey, was ist das eigentlich hier? Mann, Alter, was ist das? Tinder Grind ist real. Ich habe auch schon das Tinder-Projekt, oh Gott, kann ich euch direkt erzählen. Ich habe ja gesagt, ich will Tinder-Projekt machen, ich will Tinder hochladen. So die ersten Chats, die ersten Matches, meine Taktiken, vielleicht so ein bisschen behind the scenes, vielleicht mal bei dem Treffen, so wenn ich auf Toilette gehe, mal kurz mit der Handykamera irgendwas sagen. Aber ich habe dann jetzt so die erste Aufnahme gemacht, wo ich Account erstellt habe, Bilder eingefügt habe und so weiter und so fort. Bruder, ein Like gehabt. Ich habe ein Like nach einem Tag. Ja moin, ein Like! Es muss ein Bug sein. Ich schwöre, es muss ein Bug gewesen sein. Ich hatte ein... Ich schwöre es euch, er macht nichts anderes als Tindern aktuell. Einzugsermächtigung klappt nicht. Bei so Placements, die ich ja auch zwischendurch mache, musst du halt eine Invoice schreiben. Also eine richtige Rechnung mit deiner Steuernummer, weil wir alle sind ja hoffentlich alle so schlau und bei Einnahmen von YouTube, Twitch, ab dem ersten Cent solltest du und musst du, egal ob es unter Steuerfreibetrag geht oder nicht, musst du, nicht sollte, sondern musst du mindestens ein Kleingewerbe Freiberufler-Anmeldung nachweisen können. Und deswegen musst du halt aktiv Rechnung schreiben, wird dir meistens überwiesen, sehr oftmals Agenturen, die jetzt hier aus Deutschland kommen, die anfragen. Oh, ja, Revi, bin 100% bei. Der Finanzamt sieht alles. Ich habe meine Steuerprüfung für letztes Jahr schon durch und die haben auch explizit nach Einnahmen aus Sponsoring, YouTube, Twitch, Spenden, alles gefragt. Also da ist nichts mit, ich verdiene nur 1000 Euro im Monat damit. Finanzamt hat richtig Bock auf euch, wenn ihr es nicht macht. Ja, ich habe auch eine Vorlage. Ich brauche nur den Empfänger ändern in der Vorlage, die Leistung und den Preis. Alles andere ist fertig. So schreibt man Rechnungen im Leben. Aber Johnny ist, speziell.
Ein Like, Digga, das kann ich ja niemandem zeigen. Also wirklich sehr, sehr deprimierend. Auf meinem Hauptaccount, ich glaube, dass irgendwie gibt es da einen Algorithmus, irgendetwas, das das erkennt, dass es mein Zweitaccount ist und dass ich schon einen Account habe oder was auch immer, weil ein Like ist Schwachsinn. Ein Like ist wirklich Schwachsinn. Tut mir leid. Oh Mann, Alter, was ist das für ein scheiß Gameplay hier? Oh Gott, Alter, Comeback. Ja, scheiße. Ist wirklich scheiße, muss man ehrlich sagen. Deshalb kam das Tinder-Projekt jetzt noch nicht online, da ich nur ein Like hatte. Bisschen gescheitert, muss man sagen. Auf meinem Main-Account bin ich aber immer noch am Grinden und am Treffen. Ich hatte dann, ich glaube, vor einer Woche Montag. Ihr wisst ja, ihr kennt ja den Club, wo ich montags eigentlich immer hingegangen bin, wo ich rausgeschmissen wurde und auch mir gesagt wurde, ich dürfte eine Woche nicht kommen danach. Für die, die es nicht wissen, Tinder ist so eine Dating-Plattform, auf der ihr... Ich hab's noch nie runtergeladen, ich weiß es nicht 100%, aber Tinder kennt wahrscheinlich jeder. Da könnt ihr im Prinzip eine Treffplattform zwischen Männern, Männern, Frauen, 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 Männern, Männern, Frauen und. Könnt ihr irgendwie eure Profile hochladen und Matches finden. Match bedeutet, jemand hat generell Interesse. Und meistens wird's halt dazu genutzt, um zu pimpern, nichts anderes. Und er ist da, also Johnny ist Tinder-Experte, würde ich sagen, mittlerweile. Und er hat einen Club, falls ihr es nicht mitbekommen habt, da war er vor 3-4 Wochen, da ist er öfter gewesen, hat sich daneben benommen, ist rausgeschmissen worden mit der Info, darfst in einer Woche wiederkommen. Ist 3-4 Wochen her. Es waren 3 Wochen später, okay, ich war 3 Wochen lang nicht da. Ich habe ein Tinder-Treffen so organisiert mit 2 Amerikanerinnen. Wirklich sehr nice. Sie wollten feiern gehen, ich so, ja, lassen den Club, wir treffen uns da. Ich habe mich fertig gemacht, geduscht. Ich war gar nicht motiviert. Aber dann durch dieses Tinder-Ding dachte ich, ja, könnte vielleicht lustig werden. Ich aufgesprungen, geduscht, fertig gemacht, Parfum, Haare, alles nice. Ich war richtig motiviert. Erste Bier war drin, ich schon so auf dem Weg, Musik gehört, richtig hype gewesen. Sie schreiben mir schon so, ja, sie machen sich fertig, sind gleich da. Alles perfekt. Ich schreibe meinem Türsteher, ihr kennt es, der Türsteher, der Zuschauer ist von meinen Videos. Ich schreibe ihm, yo, Bro, wie sieht's aus? Kann ich heute wieder kommen? Ich durfte ja eine Woche nicht kommen, jetzt sind 3 Wochen vergangen. Wie schaut's aus? Ich hab's einfach nur so geschrieben. Ihr merkt schon, in welche Richtung die Story geht. Ich hab's einfach nur so geschrieben, weil ich dachte, ja, ich frag lieber nochmal. Aber sollte ja nichts schief gehen. 5 Minuten später kommt die Nachricht. Ich sitze schon fast in der Bahn, kommt die Nachricht. Yo, sorry, Bro, du darfst nicht kommen. Währenddessen, Tinder, schreiben sie, wir stehen in der Schlange, wo bist du? Dicker, ich schwöre, ich war in meinem Leben noch nie so gebrochen, so sauer, was das eigentlich für eine Map. Ich bin da nicht hingegangen. Die Mädels waren dann da in dem Club ohne mich, einfach ohne mich. Montag, ich hatte jetzt auch keinen Bock, da einen neuen Club rauszuholen, ich weiß nicht, wo. Tinder Grind hört sich an, als ob er dir Tripper-Tarnung freischalten will. Ich weiß nicht, wie schlimm es da mit Geschlechtskrankheiten ist, aber es gibt ja zumindest eigentlich die Option auf Kondome bei solchen einmaligen Begegnungen. Und da wird Johnny David uns jetzt noch was zu erzählen. Wohin? Die waren eh schon an der Schlange. Scheiß drauf. Ich habe mich dann auf ganz Nasenbluten noch mit einer anderen auf Tinder getroffen. War eigentlich recht lustig, eine Ukrainerin. Und jetzt kommt die eigentlich dumme Story. Wirklich, also wirklich so eine kernbehinderte Story, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich will auch nicht so sehr privat reden, aber das wird halt irgendwie privat, ne? Ich sag ja absolut keinen Namen und kann eh kein Deutsch, aber... Naja, Digga, wie weit will ich jetzt erzählen? Auf jeden Fall, wir waren bei mir, sie hat dann bei mir geschlafen, morgens ist sie gegangen. Dies und jenes. Sie hat auch von einer Freundin erzählt, mit der sie hier wirklich Flüchtling, ne? Flüchtling aus Ukraine wegen Krieg hier nach Berlin gekommen. Sie ist mit ihrer besten Freundin hingekommen. 4 Tage später, ich habe ein Match mit dieser besagten besten Freundin auf Tinder. Sie hat mir so Instagram, sie hat erzählt, mit der ist sie hier, bla bla. Auf einmal, ich habe ein Match mit ihr. Ich so, oh Gottes Willen, das kann ich jetzt nicht machen. Ich schreibe mit ihr, bla bla, heute Abend raus. Sie ist heute schwierig, lass morgen. Nächster Tag, wir treffen uns. Sie erzählt mir, alle Storys sind gleich wie von der anderen. Der große Johnny hat gesagt, mach das nicht. Der kleine Johnny hat gesagt, kannst du machen, ist doch kein Problem. Pass mal auf. Freunde, ihre Lieblingsserie, irgendeine ukrainische Serie. Und irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ich dachte, ich kann nicht mehr diese Fassade halt nicht so. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich habe mich mit deiner besten Freundin schon getroffen. Sie meint, ja, weiß ich.
Sie meint, du bist lustig nett. Ich dachte, ich treffe mich auch mit dir. Ja, moin. Wir sind zu mir gekommen. Und dann kommt der dumme Move. Anti-Baby-Pille danach. Wie kannst du so lost sein? Ja, keine Anti-Baby-Pille, Alter. Pille danach zur Verzögerung des Menstruationszyklus bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Hilft natürlich nicht gegen Tripper und alles andere. Eine Tablette so bald wie möglich nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder Versagen der Kontrazeption einnehmen. Das Arzneimittel ist innerhalb von 72 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr oder dem Versagen der Kontrazeption einzunehmen. Passt auf, es wird peinlicher. Ich habe ohne Kondom reingehalten. Nicht nur nimmt sie keine Pille. Vater werde ich einfach, weil ich dumm bin. Ja, man muss dazu sagen, ich bin nicht in ihr gekommen. Digga, was? Vater werde ich einfach, weil ich dumm bin. Ja, man muss dazu sagen, ich bin nicht in ihr gekommen. Digga, Jungs, ich mag John Rage sehr gerne mittlerweile. Ich hatte Probleme mit ihm, die sind längst ausgeklingst. Er ist ein fauler Hund, er macht witzigen Content. Props dafür. Und ich bin hier nicht der Vater, okay? Nicht sein Vater. Jeder von uns wird alt genug sein, zu wissen, was er tut. Aber das hier ist YouTube, okay? Du hast keine Kontrolle, wer deine Sachen sieht. Du hast keine Kontrolle darüber. John ist jünger als ich. Ob er lebenslang YouTube und sonst was machen kann, weiß man nicht. Das sind Sachen, die in der Welt draußen Menschen sehen. Aber passt auf. Wenn ihr glaubt, das war alles, John erklärt uns jetzt, wie diese Anti-Baby-Pille oder sonst was funktioniert. Was ist das für ein Privat? Du Scheiß-Idiot! Gott, das ist mir richtig unangenehm gerade. Ich weiß nicht, bitte schauen das nicht meine Eltern oder sowas. Also trotzdem ist es dumm, weil ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich bin kein Arzt, aber es ist so geistig dumm. Deshalb habe ich auch die Kackpille danach geholt. Das ist übrigens auch keine Anti-Baby-Pille. Es wurde mir von der Ärztin, von der Apothekerin erzählt. Für alle Schlinge unter euch, erstens, niemals ohne Kondom war erstens scheiße, wenn ihr keine Kinder kriegen wollt. Und zweitens, Geschlechtskrankheiten seid ihr eigentlich noch zu retten. Bin ich noch zu retten? Man muss sagen, ich hatte ja auch mit ihr vorher geredet gehabt und so, und sie war jetzt auch nicht ratig darauf, ohne so zu machen. Und aus ihren Stories heraus, so hat sie bisher nur mit ihrem Freund damals ungeschützten Verkehr gehabt. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich. Aber zu dieser scheiß Pille, die man dann danach... Wow, was hat er für eine Platte? Die man dann... Ja, krassier mich doch, Bro, mit deinem Skin. Die man dann danach holt. Das ist keine Anti-Baby-Pille. Alles ist weg für immer, sondern es ist nur eine... Jetzt pass auf, jetzt lernen wir was. Ich kann nicht glauben, dass das auf YouTube ist. Hormonverschiebung, eine Eisprungverschiebung wurde mir erklärt in der Apotheke. Man muss sich vorstellen, wie so eine, ich mal es euch mal auf. Oh, ich bin am Schwitzen, seht ihr das? Oh Gott. So unangenehm ist mir das. Digga, ich mal es jetzt auf. Also ihr müsst es euch so vorstellen, diese Pille verschiebt... Bevor er uns das erklärt, Partner von Aim Controllers, guck mal, was der Controller mit Stick Drift bei ihm macht. Jetzt auf! Also ihr müsst es euch so vorstellen, diese Pille verschiebt nur diesen Verlauf. Das heißt, wenn ich jetzt an dem Punkt hier ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte und dann diese Pille nehme, dann verschiebt sich die Welle ab dem Punkt. Digga, wie verschiebt die, hat sie das gemalt? Dann verschiebt sie sich ab dem Punkt, dass dann hier so die Welle losgeht, okay? Ich schwöre, vielleicht laber ich auch scheiße. Sieht man das jetzt überhaupt? Ja, man sieht's gar nicht. Aber, wenn aber dieser Punkt hier oben überschritten schon ist, und ich die Pille ab dem Punkt oder ab dem Punkt oder ab dem Punkt oder ab dem Punkt
einnehme, beziehungsweise die Frau, die einnimmt, dann ist es zu spät, dann lässt sich das nicht mehr verschieben, weil der Eisprung schon stattgefunden hat. An euch Schlingel, die irgendwie denken, oh, ich mache jetzt ohne, morgen einfach Pille danach. Ich schwöre, passt wirklich damit auf. Erstmal wegen Geschlechtskrankheiten, aber zweitens, weil es geht nicht rückgängig zu machen. Und vor allem nicht bei irgendwelchen dummen One-Night-Stand-Geschichten, wo ihr nicht wisst, ob sie vielleicht Bock hat auf ein Baby. Ja, moin. Sie denkt, okay, sie hat hier meinen YouTube-Award 100.000 gesehen, denkt sich, Baba Wagen, Alter, sage ich nicht nein. So, Ukraine will, sie will deutsche Pass. Also, ich mache natürlich ein bisschen Spaß gerade, aber am Ende ist es kein Spaß. Und es war wirklich Hundesohn dumm von mir. Vor allem, es war ja nicht so, dass es keine Kondome gab. Es war halt einfach nur so, Alter, das ist zu privat. Scheiße, was mache ich für ein Scheißvideo hier? Man muss auch sagen, so gerade dieses Verbotene hat es irgendwie auch besonders, irgendwie hat's, ja, scheiße, Alter, scheiße. Gerade mache ich hier gute Runde. Boah, wieder Plattenbox. Ah, bitte nicht anzünden. Hinter mir. Oh, Mann, oh. Hä? Oh, Controller leer, das kann nicht sein. Ich muss jetzt von hier spielen, der Controller ist leer und das Kabel hält nicht so lange. Ich habe gerade wirklich absolut Spaß dran und es tut mir auch leid, dass ich keine Videos mache. Und ich würde auch gerne regelmäßig Videos machen. Ich sag ja auch immer, yo, ich mache jetzt wieder regelmäßig, aber... Ob das eine Masche ist, fragst du, Osh? Habe ich auch kurz mal überlegt, weil da sind ja schon ein paar peinliche Geschichten bisher dabei gewesen, wie aus der Disco geflogen ist und das eine Date bei... dem es bei ihm einfach nicht funktionieren wollte und jetzt das, weiß ich natürlich nicht. Ne? Kann sein, dann wäre es halt genial gemacht und witzig, aber ich glaube ehrlich, dass es keine Masche ist. Wenn doch, ist das wahrscheinlich die beste schauspielerische Leistung, die ich je gesehen habe, nach Amber Heard. Keine Ahnung, ich weiß dann auch vielleicht manchmal nicht ganz genau, was ich gerade zocken oder hochladen soll. Einerseits von den Spielen, aber andererseits von meinem Lifestyle, dass ich so wenig Zeit vom PC verbringe, das ist schon fast krank. Also ich habe lange nicht so wenig Zeit vom PC verbracht. Einmal aber in die Kommentare, was geht bei euch gerade so? Was macht ihr? Seid ihr irgendwie viel am Arbeiten oder trefft ihr euch mit Freunden? Seid ihr am Zocken? Wenn ja, was zockt ihr gerade? Würde mich mal wirklich interessieren, wie gerade eure Situation ist. Ich erzähle hier so von meiner Lebenslage, von meinen Dingen, mit denen ich mich hier beschäftige. Aber haut mal raus, was macht ihr gerade? Ich habe auch viel Sachen zu tun, so organisatorische Dinge. Ich muss echt ein paar Sachen jetzt mal hier endlich angehen. Aber ich bin auch so ein scheiß König des Verschiebens von Sachen. Wirklich, ich mache immer... Ich meine, der cuttet das und lädt es bewusst hoch. Entweder er ist erstens will ich nicht die hellste Kerze oder er ist ein genialer Geschäftsmann mit eiskalter und kalkulierter Masche. David sagt, er hat das Video aufgenommen, geschnitten, nochmals angesehen, dann sagt er sich, ja, kann ich hochladen? Ich weiß nicht, Jungs. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn ja nicht privat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wie sage ich das? Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Stories alle real sind, dass er und dass es ihn vielleicht gar nicht juckt. Ohne vielleicht noch ein bisschen langfristiger zu überlegen, dass es einen vielleicht jucken sollte in der Theorie. Aber es kommt noch eine Geschichte. Immer nur das Nötigste. Das Nötigste ist Wohnung aufräumen und vielleicht dann noch ein Video machen. Das sind die nötigsten zwei Pflichten, die ich irgendwie mache. Aber alles, was danach kommt, lass ich so schleifen. Ach, auch eine Story. Oh mein Gott, das ist passiert. Das habe ich auf Instagram kurz gepostet. Trade Republic, ich habe auch so ein bisschen in Aktien irgendwie investiert. Trade Republic hat mich von ihrer Plattform geschmissen. Wir konnten anhand der von dir eingereichten Nachweise keine revisionssichere regulatorische Prüfung deiner Einzahlung vornehmen. Basiert auf unseren internen Richtlinien haben wir deshalb die Geschäftsentscheidung getroffen, die Kundenbeziehung zu beenden. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Kuss. Bitte versteht, dass unser Beschluss jetzt endgültig ist und unter keinen Umständen mehr zurückgenommen wird. Vielen Dank für dein Verständnis und dann einfach ein Paul oder so, Max, Paul, was auch immer. Es geht um nicht wenig Geld und die duzen mich im Kundensupport, schmeißen mich von der Plattform, weil ihnen mein Nachweis, um es zu erklären, ich hatte immer mal wieder Geld aufgezahlt, dann hatte ich, glaube ich, 10.000 Euro überwiesen gehabt nochmal und dann kam ein Schreiben, yo, wir wollen jetzt prüfen langsam mal, woher dein Geld kommt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht oder ob es sich hier um Geldwäsche handelt. Man muss dazu sagen, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie einer halben Million, die ich da am Trade Republic Konto habe, wirklich nicht mal im Ansatz. So, ne, das ist gutes Geld, aber es ist jetzt nicht so gigantisch viel. Wie dem auch sei, ist ja okay, ne, da müssen sie auch überprüfen, finde ich auch gut so, ne, dann habe ich da... Er hat Trade Republic sogar über Twitter direkt angeschrieben. Also,
Wenn das alles nicht stimmen würde, sollte, könnte, dann wäre das schon wirklich alles sehr genial zusammen aufgebaut. Also wirklich an jede Einzelheit gedacht, damit es glaubwürdig ist. Wirklich. Eine BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung von einem Steuerberater und beglaubigt hingeschickt, kam 2 Wochen keine Antwort, bis sie dann mich gekündigt haben, weil ihnen anscheinend das nicht gereicht hat. Sie haben mir aber auch nicht genannt, was ich quasi stattdessen einsenden soll oder irgendwas auf meine Mail dann hin, was ich denn noch machen kann, haben sie dann gesagt, dass es endgültig ist. Wo ich mir denke, what the fuck, Leute, das ist euer Ernst so? Man muss auch sagen, die Aktien generell sind ja gerade eher unten, ne? Also ich bin jetzt, glaube ich, das wurde ich auch gefragt und auf Instagram. Kurzer Zeit war ich, glaube ich, wo ich die Kündigung bekommen hatte, 7.000 Euro minus. Da kündigen sie mich, Kuss. Und halt auch kündigen, was heißt kündigen in dem Fall? Leute denken dann, haben dann gedacht, das Geld ist komplett weg. Nein, das stimmt nicht. Aber sie verkaufen halt meine Aktien und geben mir dann das Geld zurück. Was heißt in dem Fall? Du verlierst ja erst das Geld, wenn du es quasi wieder rückgängig machst. Also wenn du deine Aktien verkaufst und es wieder zu Geld machst. Jetzt gerade habe ich, keine Ahnung, 3 Apple-Aktien, 5 Tesla-Aktien, eine Amazon-Aktie, was auch immer. Und den Wert quasi von diesen Aktien. Aber wenn das jetzt von Trade Republic verkauft wird, jetzt wo mein Portfolio 7.000 Euro minus ist, dann habe ich die 7.000 Euro minus und nicht mehr die Aktien, die dann eventuell auch wieder steigen können. Jetzt habe ich bei einem anderen Broker mich angemeldet und dort eine Depotübernahme gestartet, dass mein Depot, meine gesamten Aktien von Trade Republic zu dem anderen Broker übernommen werden, Scalable Capital heißt das, meine ich. Und ich hoffe, dass das dann gut geht und ich hoffe, dass dann irgendwann auch sich der Markt wieder reguliert und dann wieder das Ganze nach oben geht. Alter, das war aber auch ein Schocker, ne? Da kriege ich diese Mail, denke mir so, Bruder, wollte ich mich verarschen? Schon, fand ich schon frech und muss sagen, auch dieses mich duzen in einem so wichtigen Schreiben und dann unten, yo, ey. Er ist über Trade Republic Aktion anscheinend mehr erstaunt als über die mögliche Schwangerschaft von einer Fremden. Ey, Paul, Grüße aus Berlin. Paul, Digga, scheiß auf dich, Paul, Digga. Was kündigst du mich, du Hund? Ich schwöre, Trade Republic von mir gar keine Empfehlung. Generell, pass auf. Leute haben immer gesagt, jo, lass das Geld nicht auf dem Konto, da wird's nur Minus, jetzt auch Inflationsrate und so. Ja, Bruder, aber wenn du irgendwie Scheiße anlegst und dann 7.000 Euro Minus machst, ne, dann hätte ich lieber die Inflationsrate mitgenommen als 7.000 Euro Minus. Naja, das zu dem Thema. Mir geht's trotzdem soweit so gut. Bin wirklich faul, muss ich sagen, liquider, dann auch tagsüber so verkatert oder auch nicht verkatert. Ich sauf jetzt nicht jeden Abend, what the fuck, ja, absolut nicht, wirklich. Was mich so interessiert, Um ganz ehrlich zu sein, ohne da jetzt eine Bewertung abzugeben. Es geht mir nichts an, aber wo nimmt er das Geld her? Mit seinen beiden YouTube-Kanälen alleine und dem bisschen Werbung für AIM oder King Controller oder was das ist, kann das Geld unmöglich kommen. Also, das kann unmöglich zum Leben, Aktien kaufen, verscherbeln, feiern, kann unmöglich reichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er in dem Sinne noch irgendwo einer Arbeit nachgeht. Das würde mich echt mal interessieren, einfach weil ich dann neugierig bin. Ich nicht, aber häng dann auf der Couch, schaue Serie. Jetzt habe ich gerade März gegen März angefangen mit dem Darsteller von Stromberg, Christoph Maria Herbst, eine deutsche Serie. Ersten ein, zwei Folgen, ein bisschen weird, ist immer noch ein bisschen weird, aber ist irgendwie nice, irgendwie unterhalten, feiere ich eigentlich, kann ich nur empfehlen. Und sonst, weiß ich nicht, was abgeht. Das war's aber mit meinem kleinen Zwischenfazit, meinem kleinen Update. Ich kriege jetzt die Tage hoffentlich mal wieder zwischendurch regelmäßiger Videos. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr aktuell macht, was bei euch geht, was ich vielleicht auch jetzt machen soll in der Phase, wo ich wenig zocke. Falls ihr da Anregungen, Gedanken habt, lasst mich das gerne wissen. Ich bin jetzt raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Schimpanse, ich schick dir das, also das ist sein Kanal, Johnny, schick dir das mal kurz in den Chat, dann kannst du es dir auch gerne entweder als Video nochmal später ganz angucken oder kannst du es